Ja, peinlich, peinlich. Diesen Fehler, den Fehler hier, habe ich nämlich schon mal gemacht. Der Fehler ist folgender: Sie legen alle die Eisenplatten da rein. Mann, sind das viele Roboter. Die legen die Eisenplatten alle hier rein. Die Ärmchen legen sie da rein. Dann sind weniger Eisenplatten in denen, als gefordert ist. Also werden die Eisenplatten hier rausgenommen und da wieder reingelegt. Das heißt, das ganze Ding da dreht sich immer nur im Kreis. Was ich also machen werde, ist Stahl anfordern. Komm schon, gib mir schneller Stahl. Jetzt muss ich da selber runterlaufen. Ja, also ich fordere jetzt Stahl an, mache eine riesen Stahlkiste hierhin. Die ist dementsprechend nicht mit dem System verbunden. Und dann? Dann habe ich ganz viel Eisen, auf das die Roboter nicht zugreifen können. Ja, das ist ein wenig doof. Aber so habe ich auf jeden Fall meine Kiste, die voll mit Eisen ist später. Und ich kann sie jederzeit austauschen. Also ich kann ja jederzeit das hier einfach durch das ersetzen. Und dann haben die Roboter Zugriff drauf. Momentan nehme ich eigentlich nur Eisen aus dem System. Aber wir haben 38.000 im System, also sollte es okay sein. Gut, das war die eine Kiste, die ich machen wollte. Dann kommt das und das dahin. Das und das dahin. Und jetzt sollte ich an dem Kupfer arbeiten. Das Kupfer war nur in der Hinsicht ein Problem, dass wir nicht genug Schmelzöfen hatten für Kupfer, richtig? Ich glaube ja. Also diese sind durchgehend am Arbeiten, aber ich hätte ebenfalls ganz gerne, dass das Kupfer auch geflogen wird. Roboter. 400 Roboter nichts zu tun haben. Achso, und Research. Ich würde ganz gerne euch researchen, auch wenn das mit dem Dreier und Zweier ein bisschen problematisch werden könnte, aber das kriegen wir schon hin. Und das dauert echt ganz schön lange. Aber sei es drum. Research, machen wir es so. Es gab übrigens den Vorschlag, dass ich in der nächsten Staffel, die ja unvermeidlich kommen wird irgendwann, dass ich dann vielleicht einmal komplett ohne Roboter arbeiten sollte. Weil die letzten, ich glaube, zwei oder sogar drei Staffeln habe ich immer meinen Fokus darauf gesetzt, dass wir am Ende ganz viele Roboter haben. Weil ich es halt toll finde, wieder immer so rumfliegen und rumwuseln und, ne? Aber dass wir dann in der nächsten Staffel doch mal komplett auf Roboter verzichten und wirklich alles mit Fließbändern machen. Das wäre ziemlich kompliziert. Und ich müsste wieder mehr planen. Und ich müsste wirklich gucken, was kommt auf welches Fließband und wo läuft welches Fließband hin. Aber es ist eine schöne Herausforderung und mal wieder was anderes. Außerdem verhindert es diese langsame Phase, die ich jetzt in den letzten Staffeln immer am Anfang hatte, wo wir halt noch keine Roboter hatten oder nicht so viele. Und ne, das war teilweise schon ein bisschen fad, fand ich. Das würden wir mit Fließbändern komplett umgehen, weil mit Fließbändern kann man immer alles so schnell machen, wie man es gerne hätte. Wo man halt alles sofort verbinden kann. Aber ja, ist noch nicht so weit, aber ist eine gute Idee für die nächste Staffel. Wobei jetzt schon fast genug Material da wäre, weil es. Ich habe jetzt schon lange Zeit nicht mehr gepatcht. Weder Vanilla noch Factorio. Also es ist in Factorio Vanilla was Neues rausgekommen. Es ist. Ich glaube, es sind inzwischen drei neue Ditec-Versionen rausgekommen. Ne? Also, sobald wir hiermit durch sind, könnte ich gucken, dass sie dann auch eine neue Staffel quasi gleich hinten ranhängen. Aber mal schauen. Eventuell könnten wir auch ein paar neue Mods mit zupacken. Dieses Hard-Choreo klingt immer noch interessant, finde ich. Ja. Aber jetzt. Kupfer. Kupfer wollten wir machen. Und für Kupfer brauche ich Schmelzöfen. Und für Schmelzöfen brauchte ich Blei, richtig? Also für die tollen. Genau, Bleiplatten. Man kann ganz schön viele davon bauen, das ist super. Hui. Ah ja, und davon sollte ich auch ein paar mehr bauen. Da ist schon ein Dreierblock, da ist ein Dreierblock. Noch irgendwo ein Dreierblock? Weiß nicht, weiß nicht. Ich freue mich schon, wenn die hier alle weg sind. Also die ganzen Schmelzöfen und die Fließbänder und so weiter. Und das ist. Okay. Alle. Alle, bald alle. Damit das hier ein bisschen ordentlicher aussieht. Momentan ist es ein bisschen Kuddelmuddel, das mag ich nicht. So, Eisenplatten werden nicht wirklich weniger. Aber das Ding wird stetig mehr. Oh ja, das ist schön. Aber ja, 7 Schmelzöfen.
Die Schmelzöfen sind hier. Also wenn wir später den Bahnhof machen für die Außenposten, könnte ich ja den Bahnhof auch hier machen, dass es möglichst nah dran ist an den Schmelzöfen, damit die Roboter nicht so weit fliegen müssen. Ja, wäre machbar. Das sind alles MK2er, ne? Die hier sind MK1, aber die machen nur Stahl und Gedöns. Ist okay, also nimm mal die MK2er. Dab, 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 dab. Dab, dab. Und ihr hättet gerne das, 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 das und das. Drip. So. Und du hättest gerne Kupfererz. 200 Stück. Und ein paar Ärmchen. So ist richtig, richtig. Rein, raus, rein, raus, rein, raus, rein, raus, rein, raus, rein, raus, rein, raus. Und Stromsparmodule, damit ich hier nicht noch einen Riesenkomplex machen muss mit Steam Engines. Wobei ich den auch gleich nochmal überprüfen sollte. Weil ich habe jetzt schon 3-4 Mal die Blaupause drüber geworfen. Aber ich glaube, komplett fertig war es bisher nicht. Genau die da müssen nämlich noch ins System geworfen werden. Nimm mal kurz die und tu sie einfach hier. Was? Tu die mal einfach hier in die Kiste. Da müssten sie ja eigentlich abgeholt werden und für das Blueprint oben benutzt werden. Ja. So, du hättest gerne Kupfererz. Das verteilen wir mal Shift-Links-Klick auf die ganzen Kisten. Und jetzt müssten wir eigentlich nur noch einen von den tollen Mining-Drills nehmen. So, da fehlte viel zu viel Zeug. Einen von den tollen Mining-Drills nehmen und hier oben rausschmeißen. Also einfach außerhalb von dem da. Oh, ist das groß. Achso, und ich muss das Muster hier kurz einmal von Hand setzen, weil ich nicht auf die Roboter warten will. Aber du kannst die Lampen da schon mal drüber setzen. Bip, 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 bip. Ja, immer wieder neue Dinger setzen, wo wir gerade dabei sind. So. Bis wo gehst du? Du gehst bis kurz über die Lampen. Das heißt, wenn wir dich da so hinsetzen, kannst du da schon mal alles abbauen. Und das kommt alles in eine rote Kiste. Und das war's schon. Okay, ganz viele Roboter müssen angeflogen kommen. Jupp. Zwischenstation? Fragezeichen. Ich könnte irgendwo eine Requester-Chest machen für Kupfererz. Irgendwo hier zwischen. Und das dann von da aus gleich wieder in so eine Kiste tun. Ja, ich glaube, das wäre sogar eine richtig gute Idee. Ja. Wir nehmen die Kiste da. Dann nehmen wir nicht die große. So, du hättest gerne da mal so 3 Kisten. Und da mal so 3 Kisten. Und die sind falsch rum. 3 Kisten da. 3 Kisten da. So, Shift links. Genau, Kupfer ist noch drin. Das heißt, das Kupfer wird jetzt hier reingeliefert. Wobei, das kann ruhig mal ein bisschen mehr sein. Shift rechts, Shift links, Shift links. Und es wird dann gleich wieder in Provider Chest reingepackt. Das heißt, das Einzige, was ich jetzt mache, ist mir das Fließband sparen von da nach da. Damit die Roboter das machen. Weil, ne? Sinn dieser Staffel ist immer noch, alles sollen Roboter machen. Selbst die Fließbänder hier sollen weg. Und sobald die da durch sind und wir ein paar von den blauen Robotern haben, ist auch gut machbar. Also, ne? Es wird von da oben genommen. Es wird in die Kisten hier reingelegt. Es wird in die Kisten reingelegt. Und dann wird es von da unten rausgenommen und hier in die Schmelzöfen gelegt. Das hat den Sinn, dass die Roboter nicht kommen. Könntest du mich bitte nicht angreifen, wenn ich gerade rede? Das scheint okay zu sein. Also, es hat den Sinn, dass die Roboter nicht ganz nach oben fliegen, da das Erz holen, bis hier runterfliegen und dann hier auf halbem Weg keinen Strom haben, wieder zurückfliegen, irgendwo aufladen und so weiter. Das heißt, sie können jetzt einfach nur zwischen hier und da hin und her tingeln und zwischen da und da hin und her tingeln. Ich denke, das macht Sinn. Bei Eisen werden wir es dann später eh machen müssen, weil wir haben kein Eisen mehr hier. Das geht echt schneller als gedacht. Das Ding ist auch bald leer. Überall Roboter, die rumlungern.
So, wie viel kommt da raus? Mehr als abtransportiert werden kann. Ja, das wird sich hoffentlich bald ändern, wenn die neuen Roboter da sind. Und warum meckert ihr hier alle? Braucht echt viele Schüsse, um diesen einen kleinen König da zu töten. Und wir brauchen unbedingt hier vorne einen Roboport, damit wir die ganzen Leichen da einsammeln können. Habe ich neue Türme gebaut? Ja, 5 Stück. Setz die mal hier hin. Wir brauchen an jedem Pole 2 Stück Minimum. So. Boah, hier ist alles auch durcheinander. Nee, ich habe keine Zeit, mich um durcheinander zu kümmern. Ich muss mich jetzt um das Kupfer- und Eisenproblem kümmern. Wobei Eisen nicht so wirklich das Problem ist. Wir sind immer noch bei 36.000 und die Kiste hier sieht langsam richtig gut aus. Ja, also Eisen nicht so wirklich das Problem, aber Kupfer halt. So, die hier kann ich weiter ab. Was? Spieleinventar voll. Okay. Sprengzeug brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Tanks brauche ich gerade nicht. Komische Splitter brauche ich nicht. Hallo Robots. Ne, euch brauche ich auch gerade nicht. Das Kupfer hätte ich gerne ein bisschen vorrätig, den Rest brauche ich nicht. So. Ups. Ne, ich hätte gerne den Stack und das halbe, da hätte ich gerne weg. So. Das kann weg, das kann weg. Ich glaube, Raffinerien muss ich auch demnächst nicht stellen. 18 Mining Drills brauche ich nicht mehr. Ich habe jetzt doch die ganz tollen. Ja, die können also auch weg. So, ist okay. Also, ich wollte das hier jetzt alles abreißen, weil wir das hier jetzt unten haben. Wo die Roboter hinfliegen. Das heißt, das kann weg, 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 weg. Und wir können die Teile benutzen, um daraus MK2 Schmelzöfen zu machen. Da war echt viel Eisen drin. So, wir haben ja eine Eisenkiste, ne? Da war was. Zack. Haben wir lila Kisten? Okay, mach mal aus den lila Kisten, aus den roten Kisten bitte lila Kisten. So. Damit die Roboter noch mehr zu tun haben. Und das ging wesentlich schneller als erwartet. Sehr schön. Was wäre die nächste Stufe? Die nächste Stufe wäre komische rote Roboter. Die 4x250 und 5x250 und ja. Einfach nur Overkill brauchen. Rote Roboports. Ja, nee, danke. Sniper Turret. Wir haben Sniper Turrets, nur theoretisch. Ein Beacon? Damit habe ich noch gar nicht gearbeitet. Sollte ich wahrscheinlich auch mal. Und es kostet was, die zu erforschen. Ja, erforscht das mal. So, ich reiße währenddessen weiter ab. Ding, 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 ding. Und da ich ja jetzt aus Versehen immer wieder Roboter einfange, kann ich die doch gleich mal umbauen. Ich habe ja 100 blaue Chips dabei. Also nimm mal die Roboter im Inventar. Und mach daraus 10 von den Chollerern. Und gucken wir, wie schnell die sind. Einfach so hier hinstellen und... Wow! Sehr cool. Ja, dafür brauchen wir definitiv viel mehr. Viel mehr heißt natürlich auch viel mehr blaue Chips. Und dafür brauchen wir erstmal ganz viel Kupfer. Das heißt, was wir jetzt brauchen, sind noch mehr Schmelzöfen, richtig? Ich meinte mehr als einen. Dim. Dim. Ich könnte alternativ natürlich auch mit Geschwindigkeitsmodulen arbeiten, aber es braucht so viel überproportional mehr Strom, dass es echt nicht toll ist. Tauchen die wenigstens inzwischen wieder auf? Nö, immer noch keine Kupferplatten im System. Wow. Ja, man merkt richtig, wenn so ein Blauer angeflogen kommt. Wir brauchen viel mehr von denen. Ich klaue mir mal ein paar von den Robotern. Ich glaube, ich habe gerade außerdem den Schnellen eingefangen. So, habe ich? Ja, ein Schneller war dabei. 25 Stück. Ja, nee, so viele werde ich nicht bauen können, aber die 9 hier gehen schon mal. So, Forschung.